Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Die maßgebenden Stellen damals haben Jesus abgelehnt. Sie glaubten ihm nicht und gingen nach Hause, wie es heißt. Was aber bedeutet uns Jesus? Ist er uns Brücke zu Gott, Messias, aus dem Gottes Leben in unseren Alltag strömt? Herr Jesus, als Mensch geboren aus Davids Geschlecht, Kyrie eleison. Aus dem Vater gezeugt als Gottes Sohn, Christe eleison. Christe eleison. Messias, der das Volk erlöst und befreit, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, lenke du selbst unsere Herzen hin zu dir. Denn ohne deine Hilfe können wir dir nicht gefallen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jeremia. Der Herr ließ es mich wissen, und so wusste ich es. Damals ließest du mich ihr Treiben durchschauen. Ich selber war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten. Wir wollen den Baum in Saft verderben, wir wollen ihn ausrotten aus dem Land der Lebenden, sodass man seinen Namen nicht mehr erwähnt. Aber der Herr der Herre richtet gerecht. Er prüft Herz und Nieren. Ich werde sehen, wie du Rache an ihnen nimmst, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Du edles Angesicht, vor dem sonst alle Welt erzittert im Gerichte. Wie bist du so entstellt? Wie bist du so erbleichet? Wer Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir.
Selig, die das Wort mit aufrichtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten einige aus dem Volk, als sie die Worte Jesu hörten, er ist wahrhaft ein Prophet. Andere sagten, er ist der Messias. Wieder andere sagten, kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, aber keiner wagte, ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da entgegneten ihnen die Pharisäer, habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer von dem Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Dieses Volk jedoch, dass das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihnen, verurteilte etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie antworteten ihm, bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach, der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Dann gingen alle nach Hause. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es klingt irgendwie versöhnlich, wenn es da zum Schluss heißt, dann gingen alle nach Hause, so quasi, ja, lassen wir es, wie es ist. Aber es war nicht so. Man hat die Spaltung, die schon geschehen war, Spaltung zwischen denen, die an Jesus glaubten und denen, die nicht glaubten, doch im Herzen gehabt. Und diese Spaltung, die zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch bis heute. Wie viele Menschen gibt es, die nicht an Christus glauben? Sogar solche, die getauft sind. Eine Spaltung gibt es in der Kirche. Es gibt die katholische Kirche, es gibt die evangelische Kirche, es gibt die orthodoxen Kirchen. Spaltung ist da und die Spaltung ist auch in unserem Herzen. Wir sind doch oft so gespaltene Menschen. Auf der einen Seite wollen wir gut sein, wollen wir glauben, wollen wir hören, was Gott uns sagt, was die Kirche sagt. Und auf der anderen Seite wollen wir wieder tun, nur das, was uns gefällt oder was modern ist oder was halt im Trend liegt. Spaltung soll aber aufgehoben werden. Spaltung ist nie gut. Die Spaltung, die es in der Kirche gibt, die können wir nicht lösen. Aber die Spaltung, die es innerhalb von unserem eigenen Herzen gibt, die können wir lösen.
dass es da keine Spaltung gibt zwischen dem Wollen und dem Vollbringen. Keine Spaltung zwischen Glaube und Unglaube. Es ist einfach so, dass die Spaltung in unserem Herzen da ist. Und wir müssen uns jeden Tag neu bemühen, dass diese Spaltung nicht mehr so existent ist. Dass wir sie überwinden. Dass wir nicht gespaltene Menschen sind, die auf der einen Seite das Gute wollen und aber doch nicht tun, sondern dass wir auf Gottes Willen horchen und auch gehorchen, dass wir das tun, was Gott von uns will. Die Frage nach dem Willen Gottes ist eine ganz wichtige Frage, die wir grundsätzlich beantworten sollen, dass wir grundsätzlich sagen, ja, ich gehöre zu Gott, ich bin getauft, ich gehöre zu ihm, ich gehöre zur Kirche. Und dass wir nicht auf der anderen Seite dann doch anderen Dingen mehr gehorchen als Gott. Spaltungen sind nicht gut. Schauen wir, dass wir in unserem eigenen Herzen die Spaltung, wenn sie auftritt, bekämpfen und zur Einheit in Jesus Christus immer wieder hinbringen. Das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe damals haben sie nicht gelöst. Sie haben Jesus festgenommen und gekreuzigt. Aber Gott ist ja unendlich gut und allmächtig und er hat aus diesem Bösen etwas Gutes gemacht, nämlich die Erlösung der Menschen. Wollen wir ihm dafür danken, Tag für Tag, und in diesem Dank auch handeln und leben. Gelobt sei Jesus Christus. Wenden wir uns an Gott voll Vertrauen und richten wir unsere Bitten an ihn. Wir beten für alle Christen um ein lebendiges Zeugnis des Glaubens. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Regierenden um den Willen zum Frieden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Notleidenden in aller Welt, für die wir heute kollektieren, um alles, was sie zum Leben brauchen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Überlebenden, Opfer von Terror, Krieg und Gewalt, um die Chance eines neuen Anfangs. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Pfarrgemeinde, um die Glaubenswürdigkeit und Ausstrahlungskraft unseres Gemeindelebens. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Verstorbenen, um die Tischgemeinschaft in deinem Reich. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für uns selbst, um die Kraft, einander zu dienen. Gott, unser Vater,
Wir bitten dich, erhöre uns. Mit der Messintention, nämlich die Kinder für verstorbene Mutter Anna Fieböck, beten wir auch. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du schenkst uns neuen Mut, wenn wir ermatten, dich preisen wir als den Heiland und Retter, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es verschuldet, was du getragen hast. Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, nimm unsere Gaben an und sei uns gnädig. Lenke unseren Willen, auch wenn er sich auflehnt, und dränge uns hin zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir machen sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu erwirken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn
am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du unser Friede und unsere Versöhnung, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
die fünfte und die sechste Strophe. Seite 20, 21. Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du so gut gemeint, ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu. Und wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so trittst du dann herfür, wenn mir am allerwenigsten wird um das Herz sein. So reiß mich aus den Ängsten, Kraft Lasst uns beten. Herr, unser Gott, befreie uns durch das Sakrament von jeder Schuld und gib, dass unser Leben dir wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.